graduate. Yes? Your wish is our command. Yes? Also wir schnappen uns erstmal unsere Elfen. Schicken sie hier rein, damit wir das restliche Zeug, was wir noch haben, verkaufen. Also alles, was wir nicht brauchen. No one can compare with us. The Master Enchantress is here. Steigert die Mana-Regeneration. Ah, auch gut. So. This works better than I do. Also das Gegengift brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen die ganzen Steine nicht mehr. What would you like me to do? Und die Nahrung kriegen wir auch nicht zusammen, um sie zum Wachsen der Stadt zu verkaufen. So. Die erste Behausung ist verdreht und ja, er ist endlich da, Gott sei Dank. Sonst hätte das hier ganze unangenehme... Woran hängst du fest, wenn ich fragen darf? So, da ist nämlich Roll. Und Roll wird uns hier mit der ganzen Sache helfen. Er hat nämlich eine kleine Armee für uns hier. Inklusive Schreckensmagie und allem. Roll? What are you doing here? Have you killed Soragon? Roll, was macht ihr denn? Ihr habt ihr Sorogan getötet? Not yet, my lord. But in my search for Soragon, I learned something that might interest you. Noch nicht, mein Herr, aber bei meiner Suche nach Soragon erfuhr ich etwas, das euch interessieren dürfte. I discovered which artifact was used to summon you. It's the Wand of Domination, a unique dwarf weapon. It has a piece of the crystal on top and was enchanted by a mighty dwarf priest. Ich fand heraus, welches Artefakt man zu eurer Beschwörung benutzte. Es ist der Zauberstab der Herrschaft, eine einzigartige Zwergenwaffe. Er wird von einem Kristallstück gekrönt und wurde von einem mächtigen Zwergenpriester verzaubert. So what? Und weiter? The artifact is one of a kind. A powerful mage could destroy the crystal with its help. But a mage that great hasn't been born in this world. Dies ist ein einzigartiges Artefakt. Mit ihm könnte ein mächtiger Magier sogar den Kristall zerstören. Aber so ein großer Magier ist in dieser Welt noch nicht geboren worden. Not in this world, perhaps. But in Chaos there has. The Wand will take me home. Vielleicht nicht in dieser Welt, aber in Chaos schon. Der Zauberstab wird mich nach Hause bringen. I'll think about it later. I've got a plan to enrage the forest spirits and command the oak monsters. Ich werde später darüber nachdenken. Ich habe einen Plan, wie ich die Waldgeister erzürnen und die Eichenmonster in meine Gewalt bringen kann. Leave me these warriors and go back to the Empire. Soragon must die. Überlasst mir diese Kriege und geht zurück ins Imperium. Soragon muss sterben. Ja. So, die dunklen Krieger sind genauso stark wie die anderen, brauchen aber drei Slots. Allerdings haben wir jetzt eine kleine, schlagkräftige Untotentruppe, inklusive Schreckensmagier. The Master. So, ein Feuerball. Ich weiß,
So. Noch ein Ort, der in Ungnade gefallen ist. The forest is coming alive. The final fight will be the hardest. Der Wald erwacht zum Leben. Der letzte Kampf wird der schwerste werden. Na gut, wir hatten hier jetzt wenig Probleme, ehrlich gesagt. Wir haben ja ziemlich starke Zauber zu unserer Verfügung. Und ja, die 7 Holz hier lasse ich mal liegen. Die braucht eh keiner. Ihr könntet eine Heilung vertragen. Und noch ein paar Erfahrungspunkte. Oh, was wir machen können. No one can compare with us. Ist hier einfach die Wissensschriftrolle kaufen und sie auch gleich benutzen. Und es gibt uns auch nochmal Erfahrungspunkte. The Master. By the Noyus Master. Oh, die Feen schießen auf uns. The Master. Wie frech von denen. Jetzt warten wir ein bisschen, bis unsere Zauber und alles wieder nachgeladen ist und schießen nochmal ordentliche Breitseite auf die ab, bevor wir uns dann um die Wächter des Waldes kümmern. Und die letzte Behausung zerstören. Vor allem die blöden Geister loswerden. Das macht eigentlich mehr Schaden. Leider der Feuerball. So, jetzt noch die beiden Wächter des Waldes loswerden. So, und damit haben wir das letzte Ding. I hope the oak monsters will be on my side soon. Hoffentlich sind die Eichenmonster bald auf meiner Seite. May your hatred, malice and rage destroy the humans. See how the humans treat you. They swing their brutal axes and chop your trees to warm themselves and cook their food. Rise up and destroy them. Down with humans. Ja, jetzt kriegen wir eine kleine Armee von Eichenmonstern.
The heart of the forest is beating with malice. I'll send my oak monsters into battle. Das Herz des Waldes ist voller Bosheit. Ich werde meine Eichenmonster in den Kampf schicken. Charge! Defeat the barbarians that destroyed your forest! Zum Angriff. Besiegt die Barbaren, die euren Wald zerstören. I hope this will be the last straw for both races. Hoffentlich reicht das, um beide Rassen gegeneinander aufzuwiegeln. So, jetzt haben wir riesige Eichenviecher, die mehr als ausreichend sind mit ihren Lebenspunkten und ihrem Schaden, um die Menschen auf der anderen Seite der Brücke in Grund und Boden zu stampfen. Und ja, wir konnten das Ganze leider nicht mit unseren Elfeneinheiten machen, weil wenn wir das gemacht hätten, hätten die Elfen gemerkt, dass wir böse sind und wir hätten einen Game Over gehabt. Das ist so ziemlich das Einzige, woran ich mich noch erinnern konnte an dieser Mission. Dass ich am Schluss richtig genervt war, weil ich eine riesige Elfenarmee hatte und dann auf einmal Menscheneinheiten brauchte. So, geben wir den Bäumen mal Hast. Fall in! Und der imperiale Außenposten, der hasst mich jetzt auch. Gut zu wissen. Was die Eichenmonster halt sind, ist langsam. Aber eben auch ziemlich stark gegen nicht-untote Einheiten. Keine Stichrüstung, aber ich glaube... Ja, stechen. Ihr macht Spießen. Ihr macht Stechen, also Fernkampf ist hauptsächlich Stechen. Ah, du machst auch Stechen, okay. We are the true masters. So, zwei Bäume sind schon mal da. So, dem letzten Baum geben wir auch einen Geschwindigkeitsboost. Ich hatte eigentlich mehr Bäume in Erinnerung, aber gut, okay. Oh, und wir haben Erfahrungspunkte. Wir einen Punkt hier rein.
So. Was wir leider nicht erhöhen können mehr, ist unsere Mana-Regeneration.